und die vorletzte Rednerin zu diesem Tagesordnungspunkt, Gertraud Salzmann, ÖVP-Abgeordnete. Geschätzte Frau Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Zuseherinnen und Zuseher auf den Rängen, wir freuen uns immer ganz besonders, wenn viele Gäste zu uns ins Haus kommen und ich hoffe, Sie haben genauso viel Freude an diesem neu renovierten Parlament, wie wir als Abgeordnete das haben. Ja, meine Damen und Herren, wir beenden heute die Diskriminierung von Seniorinnen und Senioren bei der Vergabe von Krediten. Nicht selten stehen ältere Menschen vor der Herausforderung, dass das Haus, die Wohnung adaptiert gehört, dass sie modernisiert gehört, dass eine Heizung eingebaut gehört. Oftmals sind auch die Wohnräume oder auch das Bad behindertengerecht auszustatten oder auch der Einbau eines Treppenliftes notwendig. Wir kennen diese Situationen alle aus dem Verwandten- und Bekanntenkreis. Für uns als ÖVP ist es absolut wichtig, dass unsere Seniorinnen und Senioren weiter ein selbstbestimmtes Leben führen können. Daher beschließen wir heute die Novelle des Hypothekar- und Immobilienkreditgesetzes, das ganz klare Regelungen gegen eine Altersdiskriminierung auch schaffen wird. Die bisherige Gesetzeslage, meine Damen und Herren, ist so, dass sie für die älteren Menschen und Mitmenschen ein größeres Hindernis darstellt. Warum? Weil die Kreditvergabe an Seniorinnen und Senioren erschwert möglich war und nur dann, wenn die Abzahlung der Kreditraten innerhalb des statistischen Lebenszeitraumes auch möglich war. Die Sicherheiten, die gegeben sind, die konnten nicht ausreichend genug berücksichtigt werden. Das werden wir heute mit dieser Novelle ändern. Für uns ist es deshalb wichtig, die Kreditwürdigkeit nicht nur vom Alter abhängig zu machen, sondern ganz klar auch die Sicherheiten, die finanziellen Sicherheiten, die vorliegen, auch mit einzurechnen. Wir beenden daher heute diese Altersdiskriminierung. Derjenige, der genug finanzielle Sicherheiten hat, um den Kredit abzubezahlen, selbst wenn die statistische Lebenserwartung nicht mehr ausreichend ist, um die Kredite zu bedienen, die Kreditraten zu bedienen, der soll diesen Kredit auch bekommen, wenn die finanzielle Sicherheit gegeben ist. Dazu ist auch wesentlich noch zu erwähnen, dass Erben auch als Gesamtrechtsnachfolger in den Kreditvertrag eintreten können. Ein weiterer wichtiger Schritt ist es auch, dass wir mit hereinnehmen, dass die Banken angehalten sind, eine angemessene Nachsicht zu walten, und zwar, wenn ein Todesfall eintritt, dass die Häuser, die Wohnungen, die Sicherstellung an sich nicht sofort veräußert werden muss, sondern dass man da einfach auch ein wenig zuwartet und dass man den Erben auch die Möglichkeit gibt, das Haus selbst zu veräußern, weil dann der Preis oftmals ein anderer ist. Die Kreditwürdigkeit, meine Damen und Herren, der älteren Menschen steht für uns außer Zweifel und die Kredite sind dann zu vergeben, wenn auch die finanziellen Sicherheiten gegeben sind. Lassen Sie mich von dieser Stelle auch unseren Seniorinnen und Senioren, die alle Gott sei Dank zu einem großen Teil sehr rüstig sind, ein großes Danke sagen. Denn der Wohlstand, den wir heute in Österreich haben, den haben unsere älteren Mitbürger für uns und mit uns auch geschaffen. Alles Gute!